Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Real Mystery. Heute geht es nicht um Sachen, die in der Luft umherfliegen oder um Kreaturen, die sich an Land fortbewegen. Nein, heute begeben wir uns in die Tiefen der Ozeane. Heute geht es um den größten Hai der Welt, den Megalodon. Denn, ob man es glaubt oder nicht, weltweit gibt es immer wieder Sichtungen von Riesenhaien. Ein ganz mysteriöser Fall fand im April 2013 in Südafrika statt. Ein Charterboot mit 4 Hobbyanglern verschwand spurlos. Nach einigen Tagen Suche fanden die Behörden das gesunkene Boot komplett zerstört am Meeresgrund. Doch das ist noch nicht alles. Von den Anglern fehlte natürlich jede Spur. Doch es wurde eine Videokamera gefunden, deren Speicherchip noch intakt war. Der Chip zeigt einen heftigen nächtlichen Angriff auf das Boot, der von unten ausgeführt wurde. Er kam aus dem Wasser. Die Behörden beauftragten einen US-Biologen, der auf Haie spezialisiert ist, mit der Untersuchung des Falles. Discovery Channel hat im August 2013 eine 83-minütige Dokumentation unter dem Namen Megalodon – The Monster That Lives über den ganzen Vorfall veröffentlicht. Demnach kam der US-Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass kein von uns bekannter Hai in der Lage gewesen wäre, einen derartig heftigen Angriff auszuführen. Egal was auch immer dort das Boot angegriffen hat, es muss wesentlich größer sein als alles, was wir bislang kennen. Bei seinen Untersuchungen stieß er auf ein Foto aus dem Zweiten Weltkrieg, das von einem deutschen U-Boot aufgenommen wurde. Dieses zeigt ein weiteres U-Boot sowie im Hintergrund einen an der Oberfläche schwimmenden Hai mit enormen Ausmaßen. Nach ausführlichen Berechnungen kam er zum Ergebnis, dass der Abstand zwischen Schwanzflosse und Mittelflosse ca. 64 Fuß, also ca. 19 bis 20 Meter sein musste. Demnach musste die Gesamtlänge des Tieres über 100 Fuß, ca. 30 Meter betragen. Bei den Ermittlungen des Wissenschaftlers sprach er auch mit einer Beobachterin, die in Südafrika am Strand für Haiwarnungen zuständig ist. Diese hatte einige Tage zuvor den Angriff eines unbekannten Haies auf einen Wal fotografieren können. Das Foto zeigt einen Hai mit einer erschreckend großen Mittelflosse, die ca. 6 Fuß, also knapp 2 Meter, aus dem Wasser ragt. In Hawaii wurde im Jahre 2009 ein riesiger Blauwal an den Strand gespült, der mit nur einem Biss komplett in 2 Teile zerlegt wurde, obwohl er selbst bis zu 33 Meter lang wird. Selbst der bislang größte bekannte Meeresräuber, der Orca oder Killerwal, wäre nicht in der Lage, einen anderen Wal auf diese Weise zu töten. Was hat dieses Tier so zugerichtet? Also bislang ging man davon aus, dass Megalodon vor ca. 1,5 Millionen Jahren ausgestorben ist. Doch es wurden bereits Zähne von diesem furchterregenden Räuber gefunden, die anderes dokumentieren. So wurde erst vor kurzem das Alter eines gefundenen Zahnes auf nur 10.000 Jahre datiert. Als größter lebender Hai der Welt gilt nach wie vor der Walhai, der eine Länge von über 12 Metern erreichen kann, jedoch ein harmloser Planktonfresser ist. Es werden jedoch immer wieder Tiere entdeckt, die als ausgestorben galten. Was also, wenn dieser Räuber tatsächlich noch existiert? Ja, ihr Lieben, was denkt ihr darüber? Gibt es den Megalodon wirklich da draußen? Oder ist das alles nur Gerede? Eure Meinungen interessieren uns brennend. Und wir würden uns über ein Däumchen nach oben freuen und, wenn ihr mögt, vielleicht sogar ein Abo. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen, mysteriösen Tag und das komplette Team von Real Mystery freut sich auf das nächste Mal. Und in Zukunft gebt genau Acht, wo ihr baden geht. Wer weiß, vielleicht schwimmt dort ein Megalodon. Megalodon, Megalodon, Megalodon. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Real Mystery. Heute geht es nicht um Sachen, die in der Luft umherfliegen oder um Kreaturen, die sich an Land fortbewegen. Nein, heute begeben wir uns in die Tiefen der Ozeane. Heute geht es um
den größten Hai der Welt, den Megalodon. Denn, ob man es glaubt oder nicht, weltweit gibt es immer wieder Sichtungen von Riesenhaien. Ein ganz mysteriöser Fall fand im April 2013 in Südafrika statt. Ein Charterboot mit 4 Hobbyanglern verschwand spurlos. Nach einigen Tagen Suche fanden die Behörden das gesunkene Boot komplett zerstört am Meeresgrund. Doch das ist noch nicht alles. Von den Anglern fehlte natürlich jede Spur. Doch es wurde eine Videokamera gefunden, deren Speicherchip noch intakt war. Der Chip zeigt einen heftigen nächtlichen Angriff auf das Boot, der von unten ausgeführt wurde. Er kam aus dem Wasser. Die Behörden beauftragten einen US-Biologen, der auf Haie spezialisiert ist, mit der Untersuchung des Falles. Discovery Channel hat im August 2013 eine 83-minütige Dokumentation unter dem Namen Megalodon – The Monster That Lives über den ganzen Vorfall veröffentlicht. Demnach kam der US-Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass kein von uns bekannter Hai in der Lage gewesen wäre, einen derartig heftigen Angriff auszuführen. Egal was auch immer dort das Boot angegriffen hat, es muss wesentlich größer sein als alles, was wir bislang kennen. Bei seinen Untersuchungen stieß er auf ein Foto aus dem Zweiten Weltkrieg, das von einem deutschen U-Boot aufgenommen wurde. Dieses zeigt ein weiteres U-Boot sowie im Hintergrund einen an der Oberfläche schwimmenden Hai mit enormen Ausmaßen. Nach ausführlichen Berechnungen kam er zum Ergebnis, dass der Abstand zwischen Schwanzflosse und Mittelflosse ca. 64 Fuß, also ca. 19 bis 20 Meter sein musste. Demnach musste die Gesamtlänge des Tieres über 100 Fuß, ca. 30 Meter betragen. Bei den Ermittlungen des Wissenschaftlers sprach er auch mit einer Beobachterin, die in Südafrika am Strand für Haiwarnungen zuständig ist. Diese hatte einige Tage zuvor den Angriff eines unbekannten Haies auf einen Wal fotografieren können. Das Foto zeigt einen Hai mit einer erschreckend großen Mittelflosse, die ca. 6 Fuß, also knapp 2 Meter, aus dem Wasser ragt. In Hawaii geht es mit der Untersuchung des Falles. Discovery Channel hat im August 2013 eine 83-minütige Dokumentation unter dem Namen Megalodon – The Monster That Lives über den ganzen Vorfall veröffentlicht. Demnach kam der US-Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass kein von uns bekannter Hai in der Lage gewesen wäre, einen derartig heftigen Angriff auszuführen. Egal was auch immer dort das Boot angegriffen hat, es muss wesentlich größer sein als alles, was wir bislang kennen. Bei seinen Untersuchungen stieß er auf ein Foto aus dem Zweiten Weltkrieg, das von einem deutschen U-Boot aufgenommen wurde. Dieses zeigt ein weiteres U-Boot sowie im Hintergrund einen an der Oberfläche schwimmenden Hai mit enormen Ausmaßen. Nach ausführlichen Berechnungen kam er zum Ergebnis, dass der Abstand zwischen Schwanzflosse und Mittelflosse ca. 64 Fuß, also ca. 19 bis 20 Meter sein musste. Demnach musste die Gesamtlänge des Tieres über 100 Fuß, ca. 30 Meter betragen. Bei den Ermittlungen des Wissenschaftlers sprach er auch mit einer Beobachterin, die in Südafrika am Strand für Haiwarnungen zuständig ist. Diese hatte einige Tage zuvor den Angriff eines unbekannten Haies auf einen Wal fotografieren können. Das Foto zeigt einen Hai mit einer erschreckend großen Mittelflosse, die ca. 6 Fuß, also knapp 2 Meter, aus dem Wasser ragt. In Hawaii wurde im Jahre 2009 ein riesiger Blauwal an den Strand gespült, der mit nur einem Biss komplett in 2 Teile zerlegt wurde, obwohl er selbst bis zu 33 Meter lang wird. Selbst der bislang größte bekannte Meeresräuber, der Orca oder Killerwal, wäre nicht in der Lage, einen anderen Wal auf diese Weise zu töten. Was hat dieses Tier so zugerichtet? Also bislang ging man davon aus, dass Megalodon vor ca. 1,5 Millionen Jahren ausgestorben ist. Doch es wurden bereits Zähne von diesem furchterregenden Räuber gefunden, die anderes dokumentieren. So wurde erst vor kurzem das Alter eines gefundenen Zahnes auf nur 10.000 Jahre datiert. Als größter lebender Hai der Welt gilt nach wie vor der Walhai, der eine Länge von über 12 Metern erreichen kann, jedoch ein harmloser Planktonfresser ist. Es werden jedoch immer wieder Tiere entdeckt, die als ausgestorben galten. Was also, wenn dieser Räuber tatsächlich noch existiert? Ja, ihr Lieben,
Was denkt ihr darüber? Gibt es den Megalodon wirklich da draußen? Oder ist das alles nur Gerede? Eure Meinungen interessieren uns brennend und wir würden uns über ein Däumchen nach oben freuen und, wenn ihr mögt, vielleicht sogar ein Abo. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen, mysteriösen Tag und das komplette Team von Real